Hallo Abut hier von 40pixel. Ich befinde mich gerade im Backend unserer Demo-Seite und möchte euch einmal zeigen, wie man SVG-Dateien in die Mediathek uploaden kann, ohne dass WordPress das verbietet. Standardmäßig bekommt man nämlich folgende Fehlermeldung: Dieser Dateityp ist aus Sicherheitsgründen leider nicht erlaubt. Das können wir ganz einfach umgehen, indem wir ein Plugin installieren, um dann die Vorteile von SVG-Dateien nutzen zu können. Das wären zum Beispiel, dass die Dateien kleiner sind und auf allen Bildschirmen sehr scharf gestochen abgebildet werden. Man sieht hier auch, wenn ich ranzoome, dass kein einziger Pixel zu sehen ist und 40 Pixel schon gar nicht. Und wir gehen dafür einmal auf Plugins installieren und geben SVG Support ein. Installieren es einmal und aktivieren es direkt danach. Und viel mehr muss man da auch nicht machen, weil es da keine weiteren Einstellungsmöglichkeiten gibt. Es gibt erweiterte Möglichkeiten, aber die sind für die meisten nicht relevant. Daher belassen wir es bei der Standardeinstellung und gehen dann zurück in die Mediathek und probieren das Ganze noch einmal. Jetzt sehen wir, dass es problemlos klappt und WordPress da nichts mehr gegen hat. Wir können jetzt also das Bild auf Blogbeiträgen oder Unterseiten unserer Webseite verwenden. Wenn dieser kleine Tipp hilfreich war, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos zu WordPress, Online-Marketing und Co. verpasst.